Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe. Ich musste gerade noch, so frisch ist die Ausgabe gepresst, ein Thema hinzufügen, was mir gerade über die Füße gelaufen ist. Ich muss immer noch grinsen, aber lasst uns das Thema besprechen, nachdem wir euch eine Themenvorschau gegeben haben. Und zwar, eine Plus-Size-Influencerin redet von Diskriminierung, weil die Hotelgänge nicht breit genug sind. Die Kollegin hat noch andere Themen, die sie an Mann bringen möchte oder an die Frau. Wir erinnern uns auch, sie ist bekannt, weil sie etwas gefordert hat im Bereich Flugzeugsitze für Plus-Size-Models. Dann haben wir als Thema den Solidaritätsanspruch der Discover-Piloten bei der Lufthansa. Der wird als befremdlich empfunden. Wir haben dann auch ein Thema von indonesischer Befeuerung in Form von Schüssen auf eine Cessna Caravan. Also muss man auch damit rechnen, dass es dort Beiruter Verhältnisse gibt. Dann haben wir Lufthansa, hat einen Passagier, der musste über die Brücke, die Borden, also über die Fluggaststufentreppe, so ist es richtig, nicht über die Brücke. Er war schon gehbehindert und hat sich da schwer verletzt. Und wir haben Onboard Delights, die haben dort einen Sparfaktor ausgemacht bei Frankfurt Flyer und da gehen wir dann auch drauf ein. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, immer unten zu kommentieren und freut euch auf die Sendung mit Mario. Das wird heute aufgenommen werden, zumindest hat es mir versprochen, ich bin schon freudig erregt. Also Kanalmitgliedschaft, weil dann seht ihr die Sendung nämlich auch früher. Wir haben jetzt gerade 1 Minute 52 in die Sendung, können dann auch direkt mit der Plus-Size-Dame anfangen. Und zwar, die Plus-Size-Dame sagt, dass die Hotels zu wenig auf ihre Übergewicht, darf man das Wort übergewichtig sagen? Ja, ich glaube schon, übergewichtigen, ich sage einfach Plus-Size. Plus-Size-Influencerin. Und zwar bemängelt sie, dass es keine Bademäntel gibt. Sie fordert, also zumindest in der Größe, sie fordert, dass es stabilere Stühle gibt und vor allem auch, dass die Gänge breiter werden sollen und Leute, die den Aufzug benutzen müssen und da irgendwelche Gehhilfen haben, den auch problemlos nutzen. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Dame kam mir bekannt vor, aber dann wurde es auch direkt gesagt, das waren Fokusartikel, die aus dem Daily Mail zitieren, weil die Dame hatte auf, ist das Insta? Nee, ich glaube, es ist Instagram, ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, als Dani, sie heißt @christik_gosh. Und sie hatte auch gefordert, dass man Fluggesellschaften dazu verdonnert, mehr Platz in ihren Flügen, auf ihren Flügen zu machen, heißt also Sitze freizulassen. Und dieses Geld dann quasi zu erstatten. Wir kennen das ja von Southwest Airlines, die machen das ja auch schon, was ich persönlich auch in Ordnung finde. Also da gibt es jetzt keine zwei Meinungen, aber wenn der Flieger voll ist, dann muss man den Seitensitzplatz kaufen. Also bei Southwest läuft das so, du kaufst einen Sitzplatz, wenn der Sitzplatz frei geblieben wäre, dann bekommst du das Geld zurück und wenn nicht, dann halt nicht. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch einen Punkt getroffen, dass Leute, die nicht Plus Size sind in Form von übergewichtig oder sonst was, sondern auch wie ich, bin jetzt 2 Meter lang, 2,1 Meter sogar gemustert für Volk und Vaterland. Da ist schon durchaus die Problematik, dass natürlich da manchmal ja keine Platzwerte sind. Erinnert euch, dass ich mich auch darüber geäußert habe zu dem Thema in der letzten Reihe, dass man da nicht mal an die Schwimmweste rankommt. Das ist natürlich ein Problem. Aber sie hat halt jetzt diese Forderung erweitert um die Sachen, die ich eben genannt habe. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob das in irgendeiner Art und Weise eine Diskriminierung ist oder ob ihr sagt, naja, nun gut, das ist jetzt keine Diskriminierung, das ist einfach Folklore, das ist einfach dumm gelaufen, wenn es keinen Bademantel gibt. Ich persönlich, ja, gut, Bademantel habe ich auch mal, manchmal welche, die haben Hochwasser, die enden dann quasi überhalb des Knies und die Ärmel sind irgendwo hier zu Ende. Das sieht halt lustig aus, aber so ist es halt. Und das mit den Sitzen, Stühlen, ja gut, wo hatte ich das jetzt letztens in der Lounge? Da saß man auf dem Stuhl, der wackelte. Da bin ich natürlich auch mit meinem 100 irgendwas Kilo auch nicht so happy, dass das nicht funktioniert. Aber da sollte man den Hotels schon einen auf mitgeben. Dann das andere Thema mit den Aufzügen. Ja, das sehe ich auch als Thema an. Aber bei den Aufzügen ist es halt so,
die sind ja alle irgendwie behindertengerecht. Also zumindest habe ich ja keinen gefunden, der da nicht ist. Und behindertengerecht in dem Sinne, nicht weil Übergewicht, sondern weil, wenn man einen Rollator braucht oder sonst was, das passt schon. Ich weiß nicht, aber ihr könnt ja berichten, ob ihr ein Hotelzimmer gefunden habt in einem aufzugmäßigen Problemfall oder ob ihr einen sagt, das ist kein Problem, ich steige eh in Hotels ab, wo der Aufzug das Problem nicht ist. Und ich habe letztens in München im Hilton übernachtet, da war ich auch in der ersten oder zweiten Etage und ich habe die Treppe benutzt, weil es einfach hübscher ist. Also ich habe kein Problem mit der Treppe zu nutzen, aber wenn man die Treppe nicht nutzen kann, dann sollte es schon ordentlich so sein, dass man diese Treppen dann nicht nutzen muss, sondern Aufzüge hat, die auch wirklich optimal sind. Und da können wir dann auch direkt auf den Lufthansa-Vorfall gehen, den ziehe ich einmal kurz vor. Und zwar ist der Vorfall folgender gewesen: Ein Passagier, natürlich, wie ist es auch anders möglich, aus USA. Das ist natürlich ein großes Problem, der beeinträchtigt war. Der kam am Flughafen in Frankfurt, war das an. Und es war eine Tarmac Position. Und dieser 70-jährige oder 70 Jahre alte Passagier aus Ocala, ist Florida, glaube ich, ne? Aber ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr wisst, wo das ist. Der kam aus, hat dann quasi beim Aussteigen da bei der Treppe sich verletzt. Warum, finde ich jetzt auch interessant, weil dieser Ambulift oder wie das Ding heißt, ist ja bestellt gewesen. Aber anscheinend hat es da eine Problematik gegeben zwischen Cockpit und Kabine, dass man dem Passagier das gesagt hat, weil der Passagier hat nämlich da das erst festgestellt, dass der Ambulift da ist, nachdem er am Boden lag und sich verletzt hatte. Und das Thema ist schon im September aufgekommen. Und jetzt ist es so, dass man bei diesem Stopover in Frankfurt, und das war ein innereuropäischer Flug, der ist nämlich von Mailand über Frankfurt nach Orlando geflogen. Und da ist es dann halt so gewesen, dass er ja da halt den Schaden von hatte. Und er sagt, dass die relativ uncool mit ihm umgegangen sind und er hat sich da auch eine Wunde wieder aufgerissen, die halt kaputt gegangen ist. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ist das jetzt ein F-Up oder ist das kein F-Up? Da bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Thema, ob man da in irgendeiner Art und Weise was machen kann. Vor allem, wenn man sich das Ganze anguckt, ist so, dass amerikanische Soldaten ihm geholfen haben und nicht Lufthansa-Personal. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und wie das so ist, weil wenn man da nämlich das anguckt, wir buchen das ja auch für unsere Passagiere. Wir haben ja zum Beispiel WCHR, heißt, dass der Passagier die Treppen benutzen kann. Aber wenn man dann den Code benutzt WCHS, dass der Passagier nicht die Stufen benutzen kann. Und da der Ambulift gekommen ist, aber irgendwie die Kombination nicht, denke ich schon, dass das eher so ein unglücklicher Zufall ist. Also da würde ich mal gerne wissen, was ihr sagt und dass ihr da mal schaut, was da ist, ob das die Lufthansa jetzt verbockt hat, dass der VJ nicht gekommen ist oder nicht. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Wer bei Lufthansa befremdet ist, ist zu Recht befremdet, wenn man davon ausgeht, dass bei der Lufthansa lustigerweise der Streik ja morgen unterstützt wird von den Lufthansa, Sie also Discover Airlines, Entschuldigung, der Discover-Streik bei Lufthansa 787, von Lufthansa 787 Piloten unterstützt wird. Ihr seht, wie befremdlich das ist. Ich kann es gar nicht aussprechen. Und da ist es so, dass die ganze Geschichte mehr als befremdlich ist und das ist das, was Lufthansa dazu sagt. Ich kann da nur noch mal darauf hinweisen, dass dieser 24, ne Quatsch, wie lange ist der? 4-stündige Streik ist das, den die 787-Piloten machen und der Streik, den die bei der Discover haben, der ist ja fast 3 Tage, da geht ja so bis Montagmorgen noch. Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob ihr das auch befremdlich findet. Ich hatte mich da gewundert, ich hatte das gestern ja aufgenommen. Da haben sehr wenige zu reagiert. Deshalb muss ich das nochmal heute aufnehmen und sagen, findet ihr das auch so befremdlich, wie die Lufthansa das findet? Oder sagt ihr eher, nee, das ist schon okay, sondern da muss man Solidarität zeigen. Also da bin ich auf eure Meinung gespannt. Deshalb der zweite Aufruf, eure Meinung zu kommentieren. Macht das mal. Wir haben dann des Weiteren noch ein Thema hier am Heiligen Sonntag.
was wir auch beleuchten müssen, und zwar Influencer. Und bei Influencern ist es wirklich so, da gehen die Meinungen ja auseinander. Und da können wir uns mal gucken, Josh Cahill, das ist der Kollege, der ja bei den Freunden von Qatar Airways schon rausgeflogen ist, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen will. Und da hat er auch schon nicht viel Liebe bekommen. Jetzt hat er aber mit einer Fluggesellschaft Ärger bekommen, und das ist die Fluggesellschaft Delhi Airlines. Und interessant, Aero Delhi, ich kannte die gar nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die kanntet. Und die haben jetzt, weil er sich angeblich in seiner Bewertung vertan hat, weil es gar nicht so schlecht war, wie er geschrieben oder gesagt hat, dass man seinen Ausweis kopiert und gesagt, er hätte was gefordert. Und seine Forderung wäre gewesen, ein kostenloser Flug, dann Hotelüberübernachtung, dann ein Per Diem, das ist also im Prinzip eine Tagespauschale, um sein Essen zu covern, und 50.000 US-Dollar Cash. So, und weil er das gefordert hat, haben sie die Forderung nicht gepostet, sondern sie haben seinen Pass gepostet. Und die Passpost, also richtig sein Pass, ist ein deutscher Pass gewesen. Und dann war er natürlich irritiert. Und er hat da auch ein YouTube-Video zu gemacht. Und bei dem YouTube-Video hat man dann halt festgestellt, dass er mit seinem Ganzen auch versucht hat, das Ganze zu unterbinden. Ist dann bei in East Timor, also Osttimor, da ist ihr Dili her, ob es da irgendwelche Persönlichkeitsrechte gibt oder sowas, ne? Ob das überhaupt erlaubt ist. Und die haben gesagt, nee, da haben wir gar nichts, also das kann man machen. Die IATA selber sagt, die ja für die Fluggesellschaft zuständig ist, das ist komplett nicht akzeptabel. Und das ist so. Und One Mile at a Time sagt, dass es natürlich eine ganz, ganz schlechte Praxis ist, wenn man ein Blame Game machen möchte und weil man geschämt wurde von einem Influencer, dass man den schämt, indem man seinen Ausweis zeigt. Und das finde ich dann halt auch spannend. Aber interessant ist halt wirklich, dass nur der Ausweis gezeigt worden ist und nicht die Forderung. Und die Forderung kann man nicht zeigen, weil Josh Cahill sagt, gibt es nicht. Ich habe es ja nie gemacht. Also insofern kann man zu ihm stehen, wie man will, dass man da halt wirklich bei der Fluggesellschaft das Ganze uncool genommen hat. Qatar Airways hat das nicht gemacht, logischerweise, aber Josh Cahill hat auch die Forderung nicht gemacht, das glaube ich ehrlicherweise. Also da, das denke ich. Wenn man dann die Kommentare unter einigen Beiträgen liest, zum Beispiel, dann steht dann an, ich möchte, ich möchte ihm halt nicht glauben, weil er ist derjenige, der gerade bei US Airlines sagt, dass die scheiße sind, Hotels sind scheiße, also alles ist schlecht, und 99% seiner Beiträge sind schlecht. Und man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass gerade solche Sachen sich auf YouTube besser verkaufen. Gute Nachrichten gibt es halt leider en masse auch, aber die bringen halt nicht den Bang. Und da muss man halt ehrlich sein. Ich merke das auch, wenn viele Sachen, wenn ich Lufthansa oder HornCircle ins Titel schreibe, dann geht das Ding wie geschnitten Brot, ansonsten durchschnittlich. Und auf jeden Fall andere sagen, dass er eine Drama-Queen wäre und dass er halt arrogant ist und was auch immer. Ja, eine gewisse Arroganz und eine Selbstverliebtheit muss man leider schon haben, wenn man vor der Kamera sitzt. Da nehme ich mich nicht von aus. Aber dass man den Ausweis da zeigt, finde ich halt wirklich problematisch. Und da muss man halt Erodil sagen, da sollte man das lassen. Und lustigerweise sagt auch jemand, dass Erodili hat die E-Mail-Adresse. Ich musste es gerade nochmal nachschauen, weil ich kann es wirklich nicht glauben. Bei Gmail, und die ist erodili2018@, ne? Also, ich weiß es nicht. Also, ich persönlich finde Fliegen ist die geilste Erfindung seit Christus, dass wir also wirklich da ein geiles Ding haben, dass wir innerhalb von 24 Stunden fast überall an der Welt in die Welt kommen, also von jedem Punkt aus. Und damit sollte man das Fliegen feiern und sich glücklich schätzen, dass man fliegen darf. Ich persönlich halte nichts viel davon, von solchen Influencer-Geschichten immer das Negative rauszusuchen. Im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn man da wesentlich mehr positive Geschichten bringt, was ich versuche. Ne? Deshalb kann ich nur noch mal mit Freddy die Sendung
euch ans Herz legen. Aber auch hier könnt ihr kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt und inwieweit ihr sagt, ja, das geht nicht mit dem Ausweis. Ich bin auch hier gespannt auf eure Meinung. Wir haben dann noch mal einen Hinweis, und zwar viele von euch sind ja gerne in Indonesien, Bali und so weiter. Diesmal haben wir etwas aus der Region, wo ist es? Timika also Papua, Neuguinea, Indonesien ist das. Da ist eine Cessna, und das ist dann so eine Karawane, ist beschossen worden. Ich kann euch auch mal die Bilder rüberschieben. Und zwar hier, da seht ihr das. Das Flugzeug ist dann hier unten unterhalb getroffen worden. Und was halt das Schlimme an der Geschichte ist, warte, ich mache es mal so, da habt ihr mich auch komplett weg. Was das Problem ist, wirklich mit dem, dass das natürlich auch hätte böse ausgehen können. Das Flugzeug ist dann in Beoga gelandet, ohne Problem. Und dann ist man, obwohl das Einschussloch hat anscheinend nichts getroffen, Gott sei Dank, ist man dann wieder zurückgeflogen zur Reparatur. Aber wichtig ist halt wirklich, dass diese kriminelle Gruppe, die auch bewaffnet sind, wie man merkt, auch im Moment einen neuseeländischen Piloten, und zwar Mark Phillips, haben als Gefangenen. Und da wird sich bemüht, einen Austausch zu machen. Und daran seht ihr halt wirklich, dass es halt in Indonesien nicht ganz so sicher ist, wie man denkt. Also da sollte man immer aufpassen. Und dann nochmal, wie macht es hier so wie ich, gerade die Nachricht, die ich bekommen habe, dass wir da dann auch einen Call machen, wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte habt. Also insofern das nur als das Thema. Und was ganz wichtig ist, ist das letzte Thema. Ja. Und zwar das letzte Thema, was wir haben, ist ein Saving-Thema. Wer von euch Onboard Delights mag, kann laut Frankfurt Freier einen Rabatt bekommen. Ich selber habe das auch schon öfters gehört und auch darüber berichtet. Es gibt ja dieses Too Good To Go bei Austrian, glaube ich, ist das, oder bei der Swiss. Und genau dasselbe gibt es auch bei Lufthansa auf Flügen. Und Frankfurt Flyer berichtet, geht übrigens auf die Seite, liest seine Beiträge, sehr interessant, dass er zum Beispiel da auf Flügen, zum Beispiel von Portugal nach Frankfurt oder sowas, auch Rabatt gekriegt hat, 50% aufs Essen. Und das Sparen funktioniert so wie zusammengefasst laut seinem Bericht, dass man Flüge hat, die wieder lang, also die lang sind und wo es der letzte Flug am Abend ist, wo das Essen hätte weggeworfen werden müssen. Und dann wird es so gemacht, dass man dann das Essen mit Rabatt bekommt. Und das ist natürlich auch so, dass man da dann halt das Essen vor dem Verderb bewahrt. Verderb, ne? Ja, verdirbt. Nicht verdirbt, verderbt, genau. Ich persönlich weiß jetzt nicht, inwieweit das interessant ist für den einen oder anderen, aber ich wollte es nochmal sagen, dass zum Ende des Fluges am letzten Leg des Tages das gemacht wird. Und ihr könnt dann die Frage des Tages nochmal beantworten. Habt ihr euch an die Onboard Delights gewöhnt? Mögt ihr es? Oder sagt ihr, nee, das ist alles nicht meins? Und wenn ihr sagt, das ist nicht meins, welche Speisen vermisst ihr? Ich persönlich mag ja bei den Onboard Delights eher die Austrian-Schiene oder die Swiss. Die Deutsche nicht. Und ein interessanter Kommentar unter dem Beitrag ist ja, ich glaube, das ist der Autor selber, dass man dort, wer war das nochmal, wo war es, das Fleisch, genau hier, Fleisch ist böse, das ist jetzt ein Zitat, Fleisch ist böse und weder Lufthansa noch Dean and David unterstützen übermäßigen Fleischkonsum. Und damit auch wir, Lars, lernen, werden fleischhaltige Gerichte nur noch sehr begrenzt offeriert, so dass du dich nicht schlecht fühlen so, dass du dich schon schlecht fühlen sollst, wenn du es bestellst. Also insofern wissen wir jetzt, was da Phase ist. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, und ich freue mich auf eure Kommentare. Und wenn ihr wieder bei der Sendung dabei seid, eine Kanalmitgliedschaft abschließt und zum Stammtisch kommt. 19. Frankfurt, 20. Aachen, 21. Köln. Also, danke, dass ihr heute auch am Heiligen Sonntag wieder dabei wart, und bis morgen in Alt und Frisch, und für euch den Abspann. Ja, ich weiß, der Vorspann ist weg, aber dafür habt ihr den Abspann mit der Musik, nicht ganz so lang. Vielleicht sollte ich mal einen Trailer machen. Also, alles klar, bis dann. Danke, ciao. Thank you.
Thank you.